Hallo Freunde und willkommen zurück bei einer neuen Folge von Jedi The Fallen Order. Ja, danke, dass ihr vorbeischaut. Mit dem Bär hier wieder am Start und ja, mal gucken, was wir heute so erleben. Dann machen wir jetzt heute auch gleich mal eine Doppelfolge. Lassen wir es mal richtig eskalieren. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß und bleibt schön am Ball, auch mit der Story. Ich tue es ja auch. Ja. Die Wookies haben wir befreit. Im letzten Step. Auf Kashyyyk. Und jetzt mal gucken, was denn jetzt die Aufgabe ist. Jawohl, hier sind wir durch. Um dann hier zu landen. Korrekt. Das ist schon mal gut. Dann müssen wir hier runter wahrscheinlich. So, die Pause ist vorbei. Komm schon, auf ihn! Ah, das war vielleicht auch ein falscher Timing jetzt. Sichtkontakt wiederherstellen. Nur du und ich. Ja, nur du und ich ist halt nicht der Fall. So, wir sollten... Hey, Edi! Verstanden! Vernichte den! Ich will hier nicht sterben! Ja, ich würde dir ja gern helfen, Kumpel, aber... Schauen wir mal auf die Karte. Wo müssen wir denn wieder hin? Ach so. Boah, Freunde, wir werden jetzt richtig falsch gelaufen. Das ist doof, wa? Wir müssten eigentlich hier wieder zurück. Ja, dann machen wir das doch mal. Na, das war doof, das war doof. So geht's. So, schauen wir nochmal hier. Okay. Triff dich auf dem Dach. Okay, das heißt, hier gegenüber haben wir die Möglichkeit. Beziehungsweise. Oh, schauen wir mal. Können wir über diesen. Nee, können wir nicht. Ein bisschen genauer umgucken. Ja, danke. Hier haben wir einen Aufzug, den wir nicht verwenden können. Was? Massenschrott. Keine Chance, da hochzukommen. Ich bin das letzte Mal ein bisschen falsch gelaufen, kann das sein? Gerne aufs Dach. Oh,
Ah, kommen wir doch hoch, oder? Verändert, was uns in irgendeiner Art und Weise helfen würde. Es ist noch genau dieselbe Kacke hier. Was ist denn da unten? Kommen wir da vielleicht? Der Wookie starb an Giftdämpfen. Das Imperium vergiftet den Planeten. Uns irgendwie verfranst. Kann hier nicht runter. Ne, da drüben, das hilft uns nicht. Ich verschwinde aber immer mehr von meinem ursprünglichen Ziel. Das kann es und darf es eigentlich sein. Nee. Ich denke, das liegt jetzt wirklich hier an mir. Ich glaube, ich habe die Antwort. Natürlich spawne ich jetzt da irgendwo. Wahrscheinlich. Und nichts, was mir wirklich weiterhilft, oder? Doch nicht. Ich brauche hier etwas Hilfe. Danke. Zumindest geht's jetzt mal nach oben. Jedi beobachtet. Das Ziel blockt meine Angriffe. Ich verfolge ihn. Miss. Das werden Sie bereuen. Ich habe sie. Hilfe! BD1!
Scheiße, kannst du bauen. So. Bin echt verletzt. Gleich geht's besser. Kann man hier noch irgendwas anstellen? Nein. Aber hier. Seht ihr das? Scheinbar ist unser... Da, dieser große Aufzug ist nun verfügbar. Okay. Komm, dann lass uns so schnell dahin. Wenn der jetzt verfügbar ist, haben wir damit kein Problem, oder? War es tatsächlich nur diese, sag jetzt mal, einfache Überladung, die wir da einsetzen müssen. Wow. So, und Sprung und Kraft. So, ja genau, sehr gut. Mies gemacht von mir. Okay, zumindest starten wir. Da wir jetzt auch wissen, was uns blüht. Bereit machen! Jedi! Wir haben zu wenig Feuerkraft für den Rumpf! Mit dabei! Stimmt!
mir! Geschafft. Ja, wo kommen jetzt die ganzen her? Die ganze Zeit war keiner da. Alle mal zuhören! Es waren viele harte Jahre. Wir haben Kameraden verloren, Freunde, Familie an das Imperium. Dunkle Zeiten. Trotzdem brennt das Feuer noch. Die Hoffnung brennt noch. Die Jedi sind noch nicht verloren. Wir sind noch nicht verloren. Was wartet hinter der Tür? Die Frage. Ist noch nicht verloren. Für die Sache. Du weißt, was das Imperium Kashyyyk angetan hat. So etwas passiert überall in der Galaxis. Meine Partisanen könnten einen Jedi gebrauchen. Das ehrt mich. Aber ich muss zuerst noch unsere Mission zu Ende bringen. Verstehst du? Ist noch genug zu tun. Das Angebot steht. Und ja, nicht vergessen. Karl, ich bin Mari Kosan. Und das cool. Ist Commander Choysek. Schön. Tut mir leid, ich spreche nicht fließend. Choysek sagt, er hilft dir, damit du Tarful findest und wird für dich bürgen. Ihr glaubt, er lebt noch? Zuversicht, Kerl. Wir halten Kontakt mit deinem Chef. Für die Sache. Freiheitskämpferin Pyrrhi den Reihen von Zongaras Dogma auf Kashyyyk eine verzweifelten Kampf gegen. Aufgrund ihrer Tapferkeit und ihrer Hingabe für die Sache ist sie eine wertvolle Verbündete der Wookies. Von ihr bekommt Kerl wichtige Informationen über den Wookiee-Häuptling Tarful, die ihm auf seiner Mission weiterhelfen. Als ehemaliges Mitglied von Tarfuls Freiheitskämpfern wurde, während eines Angriffs auf einen Außenposten nach einem Ausbruch aus der Raffineriegefängnis, freundete sich Kashyyyk rasch mit Saw, Lieutenant, Mari Kosan an. Gemeinsam schrecken sie von nichts zurück. Gut. Du kennst Tarful? Er gehörte zu Tarfuls Leuten. Er wurde aber gefangen. Seine Rettung war für Tarful zu riskant. Er war monatelang in der Raffinerie. Choysek hilft dir, Tarful zu finden. Könnte aber dauern. Sind viel unterwegs. Mehr will ich gar nicht. Danke. Gut, dich bei uns zu haben. So ist wohl bereit, jeden Preis zu bezahlen. Er hat seine eigenen Methoden, ja. Aber die Zeiten sind hart. Wir brauchen Anführer wie Saw. Selbst wenn es euch das Leben kostet? Jemand muss das Imperium bekämpfen. Warum nicht wir? Finde ich gut. Dann haben wir was gemeinsam. Gute Reise, Kerl.
Sie schaffen es. Ja. Haben wir noch eine Abkürzung. Oh, okay, cool. Aber jetzt warte ich mal. Okay, wir sollen de facto wieder zurück. Okay, dann tun wir es. Müssen wir ja erstmal wissen. Ich habe die imperiale Kommunikation überwacht und was aufgeschnappt. Projekt Bohrer wurde reaktiviert. Das Imperium könnte bald ein weiteres Sephogramm finden. Dann haben wir noch Arbeit vor uns. Denkst du, Thor und die anderen sind okay? Du siehst immer alles positiv, was? Hey, danke. Für alles. Komm schon, BD. Da war er. Hey, Seer. Gut. Du bist unversehrt zurück. Marie Kosan hat uns gesagt, dass du Tafel nicht gefunden hast. Ich riskiere gern unser Leben für nichts. Klingt doch nach Spaß ohne Ende. Wer sagt nichts? Mario und Scheusek schaffen es. Ich mag deinen Optimismus. Den könnten wir alle hin und wieder brauchen. Ich bin auch ein positiver Typ. Ich weiß positiv, wenn ich sterbe, wird mich das ärgern. Du warst gut, Kerl. Noch haben wir Tafel nicht. Aber du hast Leben gerettet. Vergiss das nicht. Wichtig. Danke. Untersuche die imperiale Ausgrabung auf Seth. Na, dann tun wir das. BD1, pass auf Kerl auf. Reisen wir ab? Sehr gut. Ich sitze nämlich nicht gern rum. Manu, Datumir, Sepho. Na dann. Zurück nach Sepho. Neue Ausgrabung. Zurück nach Sepho, hä? Das Imperium hat vielleicht Action. Ein Sepho-Grab. Uns bleibt keine Zeit. Ja, schade. Einer vom Dorfkämpfer sprach von Elfen. Ein paar Credits würden uns nicht schaden. Ach, schade. Ich wollte jetzt erstmal nicht. Wir haben ja noch ein paar Pflanzen. Irgendwann wird diese Samen gefunden. Und Brut sie doch noch erwischen. Diese Typen? Die höre ich aus einem Parsec Entfernung. Das fehlte noch, dass ihre Spielsucht uns in Schwierigkeiten mit Verbrechersyndikaten bringt. Stimmt ja, Sie haben recht. Ich will nur hin und wieder etwas Stress abbauen, verstehen Sie? Aber das liegt alles hinter mir. Es wird sicher kein Problem geben. Okay, wir sind da. Setz dich auf deinen Platz. Neue Ausgrabung heißt aber auch mehr Truppen, wahrscheinlich. Aber das gucken wir uns einfach mal an. So. Erst einmal ganz wichtig. Wir haben hier neues Arbeiten. Jawohl. Wir haben massig Teile für unser Lichtschwert gefunden. Das schauen wir uns mal an. Was wir hier vielleicht ein bisschen pimpen können. Ja, immer noch blau. Das gefällt mir. Die schauen halt hinten alle irgendwie so abgerissen aus. Das ist halt schon schade. Na gut.
Ja, ist nach wie vor dasselbe, Meister. So. Ne, meditieren will ich jetzt gar nicht. Sollten jetzt raus und ein bisschen hier Progress machen. Achso. Hä? Spinne ich jetzt? Muss ich jetzt erst noch Palaver machen? Ne, da geht's raus. Neues Ziel. Oha. Was hast du noch zu sagen? Die Heimatwelt der Sepho. Cordova war bestimmt oft hier. Cordova hat sein ganzes Leben an vielen Orten die Geschichte der Galaxis studiert. Einige Male hat er mich mitgenommen. Das war lehrreich. Glaubt er an die Vergangenheit? Er glaubte an die Zukunft. Aber ohne Vergangenheit keine Zukunft. Gut. Schauen wir nochmal ganz kurz, wie wir hier am geschicktesten. Ich denke, wenn wir hier rechts hinlaufen. Echt jetzt? Feind nervig! Verursacht. Das werden Sie bereuen. Ausreichend bin ich tatsächlich etwas zu langsam. Ich fange mir nur erstmal eine ein, das ist Sie schade. Nicht untergehen. Arbeit, BD. So, hier hat sich einiges verändert. Mit Sicherheit. Ja, ich denke, das sind wir auf dem guten Weg. BD, bring mir einen Stim rüber. Da dann drüber und da. Das ist geil. Ja, und die Typis daneben merken gar nichts. Was durchaus auch wieder spannend ist. Das ist ein Schlag für die Moral. Schalte ihn auf! Greife an! Ich brauche nicht zu, dass du mich eliminierst. Na komm. Achtung! Sieht nicht gut aus. Los, holt ihn euch! Ich wusste, dass das so enden würde. So, hier nehmen wir das Auto auf. Nimm sie und geh! Ich locke sie weg! Foster, nein! So, wir müssen aber dahinter. Korrekt. Komme ich hier nochmal irgendwo elegant hoch oder muss ich Tatsache. Was?
hab ihn erwischt. Der gesamte Trupp ist am Boden. Immer drauf. Kann ich das auch umschubsen? Speicherpositionchen haben. Nein, klar, die sind eigentlich keine. Hoffentlich bist du bereit. Alles klar. Genau. Okay, bringen wir es zu Ende. Haben wir irgendwie gemacht. Oh, der andere ist aber weit gefallen. Ja, ist klar. Ich kriege dich. So. Hier können wir mal ein Rümmchen meditieren. Und ein Schlückchen trinken. Macht. Zusätzliches Leben. Blasterbolzen automatisch ablenken. Ich denke, ein bisschen Macht wird hier nicht verkehrt sein an der Stelle. Dann ruhen wir uns aus. Und schauen jetzt mal, was die Karte spricht. Ich kann nicht genau geradeaus. Warte. Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Ich muss darüber. Okay. Ich bin hier, dann werde ich hier rechts raus müssen. Okay. Na gut. So. Genau. Hier lang. Das ist erstmal soweit klar. Dass sie sich halt überhaupt. Bin ich sicher, ob ich Bewegung gesehen habe. Ah, ein Eindringling! Als nächstes holt er sich uns! Ich brauche keine Hilfe, um dich zu erledigen! So, jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten. Hier lang. Schauen wir mal. Nee. Genau. Sind wir wieder mit der Rutschpartie unterwegs, wie es aussieht. Jawohl, ja. Ja, dann machen wir das doch. Die Kurve kommt aber auch. Die kommt hart. So. Schön, dass du hier bist. Oh,
Lili, kannst du mir helfen? Ja, wir befinden uns definitiv richtig. Verstärkung, um dich zu erledigen. Bringt alle Ruhe! Ich schieße jetzt! Das gefällt mir gar nicht. Komm, nochmal. Ist da jemand? Ganz egal wer. Hilfe! Hier geht's hin. Haben wir hier noch eine Möglichkeit irgendwo? Ja. Würde ich den grundsätzlich schon gern mitnehmen. Kurze Speicherung, auch wenn die wieder da sind, aber das war jetzt. Die waren jetzt nicht so schwierig. So. FF. Ah, okay, das sind so zwei Punkte. Schnelltritt anzeigen, okay. Okay. Könnt mir nämlich vorstellen, das ist jetzt ein. Nicht erwartet. Ist eine riesige Seppo-Statue. Sollten da nicht auch Seppo-Sachen drin sein? Meine. Ich habe ein ungutes Gefühl, dass wir jetzt auf irgendjemanden, irgendwas, irgendwen treffen, was vielleicht gar nicht so cool ist. Wäre ich das Imperium, würde ich so eine wichtige Ausgrabungsstätte nicht alleine lassen. Und das ist Scomb-Anschluss? Oh! Du hast recht, ich könnte Behälter, deinen damit ersetzen. Wir können diese Behälter reparieren, werde ich mal. Und besser? Willst du es versuchen? Na dann. Gib doch mal. Geiler Scheiß. Was ist das da drüben? Na klar. Okay.
auch nicht. Spannend. Ja, zieh dich zurück. Wir kriegen dich, Jedi. Wer sagt das? Komm raus! Du machst das schon, BD. Gute Arbeit, BD. Ziel freigeschaltet. Oh, aua, 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 da hinten. Okay. Ich sehe dich. Ich beobachte dich. Ich werde deine... Scheiß, was du... Ob das der richtige Weg ist? Nee. Glaube ich fast nicht. Lass uns mal hier lang gucken. Hier unten ist sowas wie. Ist sowas wie ein Aufzug. Jetzt wird gekämpft. Sehen wir nach, was dahinter ist. Das brauchen wir. Da kommen viele Sachen. Ich würde auch vorschlagen. Was ist es, BD? Lassen wir uns jetzt hier auch erstmal so ein bisschen umschauen. Wo wir denn jetzt eigentlich hin müssen. Was seht ihr das? Aber da komme ich nur über rechts, dann geht's runter, wie es aussieht. Und von unten komme ich darüber. Das heißt, ich muss de facto. Warte mal. So, ich muss. Genau. Ja, ich halte da genau drauf zu. Tatsache. Dahinter. Hier, ein Transportschiff verlässt die Basis. Ich weiß. Sie wollen Sepho-Artefakte nach Coruscant bringen. Was heißt das? Dass der Imperator an Sepho interessiert ist? Möglich. Ein Problem für dich, oder? Aufpassen! In Bewegung bleiben! Kommt schon, lasst euch nicht von ihm erwischen! Versperrt. Was meinst du? Verschwendet eure Energie nicht mit einem fehlenden Artefakt. Ich werde mich selbst darum kümmern. Eine Kiste, mit der das Imperium im Rahmen der Ausgabe von den Relikten abgegeben wird. Offenbar wurde sie von einem imperialen Offizier zweckentfremdet. Gut.
waren doch gerade zwei. Habt ihr das gesehen? Ich kann nicht ab. Natürlich habt ihr das gesehen. Okay, auch das ist klar. Du könntest mal einen Witz erzählen. Keine Ahnung. Warum? Ha, witzig. Okay, wie lange wir müssen, ist auch soweit klar. Jetzt habe ich schon sehr viel von... Da muss es doch Infos über ihre Ausgrabung geben. Bitte. Immer alles positiv sehen. Danke, Kumpel. War echt jetzt? Gewesen. Was macht man als erstes nieder? Das ist jetzt so die Frage, ne? Den großen blauen Kumpel oder die weißen Kumpels? Das ist jetzt... Leute, wie war denn jetzt das? Jetzt bin ich ja lost.
Ja, genau. Da lang. Warte mal, da muss ich mal gucken, ist man auch hier. Ja, genau, das von der anderen Seite kommt. Wow. So, ich weiß es nicht. Ja, schon mal. Dann links. Ja, ich denke, damit beenden wir das jetzt auch heute mal und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Es war mir ein Freudenfest und der Bär ist raus. Ciao.